Willkommen zu Crunk MMA and here we go! Charles Oliveira ist einfach zu krass und besiegt Dustin Poirier spektakulär und bleibt Champion im Leichtgewicht. Die UFC 269 war absoluter Wahnsinn und wie Oliveira den Spieß gegen Poirier umgedreht hat, echt heftig. Runde 1, Dustin Poirier trifft Charles Oliveira mehrmals hart, bringt den Champion mit einem linken Haken zu Boden. Oliveira rettet sich, trifft sauber mit dem Knie auf Poiriers Körper. Poirier muss schwer aufatmen, Oliveira setzt an der gleichen Stelle mit noch einem Knie nach. Runde 2, Charles Oliveira bringt Poirier früh zu Boden, bleibt fast die gesamte Zeit der Runde in der oberen Position, presst seine Hände auf Poiriers Gesicht und schlägt harte Ellenbogen. Runde 3, Oliveira geht mit Poirier gegen den Käfig in den Clinch, steigt Poirier auf den Rücken, während er versucht aufzustehen und beendet wieder einmal als einer der gefährlichsten Rückenkämpfer die UFC 269 in der dritten Runde nach einer Minute und zwei Sekunden durch Submission mit Rear Naked Choke. Im Anschluss richtet sich Charles Oliveira an Joe Rogan und die Welt mit: Ich bin der Weltmeister, ich bin der Mann, sie können mich gut treffen, aber ich werde immer nach vorne gehen. Geschichte und Vermächtnis haben einen neuen Namen und das ist Charles Oliveira. Für Charles Oliveira steht theoretisch der nächste Kampf schon fest. Doe Bronx vs. The Highlight erwartet uns. Gegen Justin Gaethje, die Nummer 1 der Rangliste, wird Charles Oliveira einen Gegner vor sich haben, der sich unfassbar gerne in Brawls wiederfindet. Zu dem Kampf folgen demnächst noch ein, zwei Videos.